Hallo und willkommen zurück zu System Shock. Wir sind momentan in den Wartungsschächten oder beziehungsweise gleich nehmen wir. Wir gucken einfach mal, wo wir hier rauskommen. Modkit-Station. What the hell? Okay. Was ist denn das? Modkit-Station. Hier kann man 20 Credits. Wie viele Credits haben wir überhaupt? Er fordert 20 Credits, also haben wir nicht so viel. 19. Und was gibt's da? TB5 Kühlmodkit. Okay. Ah ja, stimmt. Die Waffe überhitzt ab und zu. Ja, okay. Gut, interessant. Interessant. Ah, das ist das Zeichen hier. Jetzt kommen immer wieder neue Dinge. Oh. Ist das der Teleporter? Interessant. So, was haben wir dann hier? Kleine Kiste mit Teflon-Munition. Ne, die brauchen wir nicht. Splittergranate, die nehmen wir mit. Das stackt. So, jetzt testen wir das doch mal. Ah ja. Guck mal da. Guck mal da. Was für ein fieses Gerät. Interessant, also es ist hier faszinierend. So, warte mal. Kommen wir jetzt da hin, wir haben eine neue Karte. Das könnte man mal probieren. Also hier raus, links, am Ende rechts. Uff! Fuck! Alter! Was zur Hölle? Wow! ja, und das war mir so klar. Bis Eva hat die Katze schön neben mir gelegen, hat geschlurft. Jetzt will sie was von mir. Ihr wisst, was das bedeutet. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Sicherheitshalber in dem Menü, denn ich habe was festgestellt. Ein Hotkey, mit dem ich die Aufnahme stoppe und starte. So Tastenkombination N-Key davon. Zündet ein Batteriepack. Und deshalb haben wir jetzt wieder volle Energie. Das war aber nicht gewünscht von mir. Das sind so die kleinen Unfälle. So. Okay, genau hier, ne, da waren wir schon drin. Library. Ah ja, coole Sache, Parker. Persönlicher Assistent. Persönlicher Datenindexierer, das ist Müll. Okay. Gut. Ein Datenstick. Ja. So, Stacy Everson. Nur ein Labyrinth. Carla, ich habe in der Bibliothek der Forschungsebene etwas auf den alten Servern gefunden. Vor ein paar Jahrzehnten gab es eine E-Mail-Konversation
der gesamte Führungsebene beteiligt war. Sie haben mit einem Psychologen namens Jeffrey Hammer gesprochen, der den folgenden Vorschlag machte. Man solle die Citadel-Station für ihren Beitrag zur erweiterten Erforschung des Kosmos durch die Menschheit in Erinnerung behalten. Deshalb schlage ich vor, dass wir zu diesem Anlass die beiden wichtigsten Auswirkungen auf die menschliche Psyche, Ängste und Stress. Zu diesem Zweck sollen die einzelnen Ebenen so gestaltet werden, dass sie genau diese Gefühle hervorrufen. Angst und Stress. Schlafen am Ende. Das Personal der Station, das monatelang oder jahrelang in diesen Räumen arbeitet und lebt, will uns viel bessere Informationen liefern, als ein Computermodell es je könnte. Wir sind nichts als Ratten in einem Labyrinth. Okay, kann man machen. Kann man machen. Aber warum sollte man das? Wir können doch die Mitarbeiter nicht in Ruhe schaffen, wenn du ständig Angst hast. Stress hast. Oh, du hast Cyberspace. Oh. Oh ja. Ein Audiolog. Of specimens were remade. Disappointing. Those who were remade were less than ideal. Those insects that have survived are unworthy and scattered to the darkest corners. The flaw must lie within them. Earth will have a proper spectrum for my virus to grow. More testing to refine. It must be done. Ja, ich würde sagen, Gottkomplex ist hier noch ein bisschen unter Trieb. Interessant, interessant. Okay, dann würde ich sagen, wir machen mal einen Quicksave und stürzen uns in den Cyberspace. Schieße kennen wir. Oh. So, das andere brauchen wir, denke ich, nicht. Ups, ein bisschen ohne. Oh, und jetzt geht's wieder ab. Seltsam, dass hier keine Feinde sind. So, nur auf Nummer sicher gehen hier. So, da scheint jetzt nichts zu passieren, bis man durch nie irgendwas machen. Ist das so gewollt oder? Nee. Schieß mal ein bisschen länger drauf. Ice Drill. Oh man, auf der Rechtsmaus ist da schon mal irgendwas. Ah, okay, wenn man die Maustaste loslässt, passiert irgendwas.
Ah ja, okay. Mit dem Eistroll, da muss man dann irgendwie drauf mit rechter Maustaste dann loslassen. Und dann war da ein Schild weggegangen, da konnte man drauf schießen. Interessant, interessant. So. Also soll diesen Steg ein bisschen mähen. Bist du nicht willig? Zack. So. Oh. Das geht so nicht. Okay, so plan das mal mit den Viecher, du Mara. Ah, mit dem Eistrill. Very nice. Okay, das fällt mir jetzt nur relativ früh hin. Oh Gott. Oh Gott, da müssen wir gleich mal. Oh Gott. Wow. Ah, Mist. Verdammte Axt. Und dass man dann durch so leide, ist halt schlecht. Dann können wir es jetzt auch noch drauf anlegen. Müssen wir mal probieren. Okay, jetzt wissen wir, was man mit dem Eis machen müssen. Und dass man manche mit dem Eis sehr penetrieren muss. Okay. Ja, so ist das Ganze doch schon besser.
Ach so, das war das Ding drin. So, okay. Oh Mist! Okay. Das war doch wesentlich besser jetzt. Mist, da mal zu viel Energie verloren war. Oh fuck. Das ist noch so lieb. Okay. Hätte ich noch gerne so ein Energieding. Oh, natürlich. Oh. Alter, but why? Moment, ich glaube, da das bringt so nichts. Ah, okay. Das kann ja wohl nicht sein. Cyberspace wird knüffelig. So immer neue Elemente, gerade die durch Gegner, das passt, das kann man noch handeln, das ist einmal frei. Wo sind unser Dings, unser Eisangriff, haben wir denn noch nicht? Also war schade, ist der kaputt. Na, ewig fängt schon gut an. Naja, den kriegen wir erst hier. Okay. Hey.
So, dann würde ich sagen, holen wir das da noch. Dann sieht das sogar gut aus. Oh, Täuschungsmanöver haben wir noch. Das müsste ich mir mal merken. Och nee. Oh, das gibt's doch nicht. Wieso sind wir erst noch nicht gerade durchgeflogen? Das kann doch wohl nicht sinn. Wie kann man hier nochmal Gas geben? Okay, schön und gut, aber wie kann man nur Gas geben? Irgendwie kann man doch da auch schneller. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Das da geht ja wieder schief, das da. Hallo? Wie? Warum? Cyberspace. Tastenbelegung. Cyberspace vorwärts, rückwärts, aufwärts, abwärts, links rollen, Pulse, Eisdrin, Turboschub, Left Shift. So hast du geklappt. Habe ich auch probiert. Okay. Wir probieren es noch einmal. Hei, wie dumm kann man sein? Das ist dann der Grund, wieso ich früher nie so Sachen wie Descent gespielt habe, weil, genau, Orientierung im 3D-Raum und dann noch gleichzeitig Feinde bekämpfen. Heieieiei. Das geht nicht. Schub geht nicht. Ich drücke die ganze Zeit auf Shift und es tut sich nichts. Shit. Das ist der Raum. Nur geradeaus durch, geradeaus durch, ohne irgendwas zu machen. Das ist, denke ich, das Beste.
Okay. So, einfach nur geradeaus. Geradeaus, ohne irgendwie. Turboschub ist das wirklich suboptimal. Oh fuck. Das. Das ist hier überhaupt nicht gut. Okay, so, in der Folge relativ unbefriedigend hier. Hier komme ich nicht weiter. Das ist nicht gut. Insofern würde ich sagen, das war absolut unbefriedigend. Das nächste Mal packen wir das. Bis dahin dann. Bye bye.